Eine Gelegenheit ergibt sich nie einfach so. Eine Gelegenheit muss man sich untertan machen und mit Entschlossenheit beim Schopfer packen. So habe ich es mit allen Dingen in meinem Leben gehalten, von meinen Geschäften bis zu meinen einzigartigen Sammlungen. Es gibt wahrlich nichts auf der Welt, was man nicht bekommen kann, wenn man entschlossen genug ist. Also, wenn Ihr Vorschlag mir eine brauchbare einmalige Gelegenheit bietet, kann ich Ihnen ohne Zweifel das beschaffen, was Sie begehren. Verschollene Stadt Shangri-La. Der einfache Mann kämpft mit der Leidenschaft des Herzens. Aber der wahre Krieger geht mit der Weisheit der Seele in den Kampf. In Oklahoma haben wir nichts anderes als Seele. Der tödliche Griff. Noch ein kleines bisschen mehr Druck und der Affenkönig ist des Todes. Das war sehr gut. Dein Training ist beendet. Shifu, bitte, das kann unmöglich alles sein. Ich bin noch nicht mal 2 Monate hier. Aber nicht die Zeit macht dich zum Mann, Jacob. Nur das, was er erreicht. Der Affenkönig hat sich den Stab von Shangri-La verdient. Dein Schicksal liegt anderswo. Die Bibliothek hatte recht, dich herzuschicken, um dein Training zu beenden. Aber ich habe dich alles gelehrt, was ich kann. Kommen Sie. Irgendwas müssen Sie mir noch beibringen können. Da wären auch die magischen Techniken. Nein. Keine Magie. Und ich respektiere die Entscheidung. Aber es bedeutet, du musst dir von jetzt an alles selbst beibringen, was du wissen willst. Das war dein Abschlusstraining. Was mich angeht, ich übe jetzt was anderes. Ich mache Bananensmoothies. Jenkins! Was ist das für ein Raum? Was sollen die ganzen Kerzen? Die Kammer der Reminiszenz. Konnten Sie es nicht einfach Kerzenraum nennen? Da wir dabei sind, die Bibliothek umzuräumen, habe ich sie erst heute Morgen wieder entdeckt. Jede Kerze ist verknüpft mit der Seele eines Menschen, der etwas mit der Bibliothek zu tun hat. Brennt sie, lebt er noch. Wenn nicht, ist er eine verblichene Erinnerung. Und die Kammer hat heute hervorragende Nachrichten für uns, Sir. Charlenes Kerze. Sie brennt noch. Hm. Dann ist sie noch am Leben? Ja, Sir. Ich wusste es. Es ist schön, wenn unsere Hoffnungen bestätigt werden. Allerdings.
Jedenfalls wird es hier viel dunkler, wenn meine Kerze irgendwann erlischt, Jenkins. Ehrlich gesagt ist das Colonel Baird's Kerze. Oh, und welche ist meine? Da drüben, die. Was? Etwa die hier? Was? Oh nein, 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 nicht die da. Das ist die von Mr. Jones. Eigentlich die da. Oh. Sie scheint irgendwie nicht mehr sehr lange zu haben, aber... Irgendwann brennt jede Kerze mal ab. Ach. Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihre Flamme schwächer wird. Freude wird nicht weniger, wenn man sie teilt. Das Zitat ist leicht. Gautama Buddha. Ich bin dran. Jedermann hat einen Plan, ehe er getroffen wird. Sun Tzu? Nein. Konfuzius? Mike Tyson. Auf die Weisheit. In all ihren Formen. Und die Macht der Seele in all ihren Formen. Shifu! Bitte meinen Stab! Shifu! Der Stab ist im Moment wichtiger als ich! Finger weg von dem Stab! Bedauere, aber genau darauf habe ich's abgesehen. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Die Herausforderung nehmen wir an. Zusammen! Ergreift ihn! Aus! Aus! Alles okay? Klar. Nein, ich weiß nicht. Als ich aus der Narkose erwachte, war ich so dankbar, dass ich meine Gabe noch hatte, aber sie ist nicht mehr dieselbe. Ja, du hast gesagt, sie ist mächtiger. Sehr viel mächtiger. Und sie beeinflusst andere. Sie ist irgendwie unberechenbar. Ich weiß nicht, wie ich sie kontrollieren kann. Es ist beängstigend. Als wir uns das erste Mal trafen, hattest du keine Kontrolle über deine Gabe. Du dachtest, du kriegst sie nie in den Griff. Doch das hast du. Ich habe aber Angst, es zu versuchen. Ich will keinem schaden. Hör zu. Ich habe mit Stone und Ezekiel trainiert und versucht, ihnen beizubringen, was sie können müssen, aber dir kann ich leider nicht helfen. Ich verstehe nichts von Magie, anders als du. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, eine Gabe wie deine zu haben. Doch ich habe dein zukünftiges Ich gesehen und du bist großartig. Und ich weiß, irgendwann kommst du dahin. Die Bibliothek hat dich ausgewählt. Nicht wegen deiner Gabe. Sondern weil du weißt, wann du sie einsetzen sollst und wann nicht. Und wenn es mal soweit ist,
weiß ich, dass du das Richtige tust. Danke. Oh! Stone? Shangri-La ist angegriffen worden. Seit Jahrhunderten ist die genaue Lage von Shangri-La eines der bestgehüteten Geheimnisse in der Magiegemeinde. Trotzdem ist der Kerl da mit einer ganzen Armee eingefallen. Der asiatische Gentleman und seine brutalen Schläger. Keine Schläger, Ninjas. Ninjas, schwarze Pyjamas, Blasrohre, die ganze Chose. Deswegen müssen wir dahin und sie alle vertreiben, so schnell wie möglich. Ich glaube, ich kenne den Typ. Hat er so ausgesehen? Das ist er. Sterling Lam. Sterling Lam. Chinesischer Milliardär und Antiquitätensammler. Wir hatten schon mal das Vergnügen in Kambodscha. Wegen des Schildes von Angkor und ich kam ihm zuvor, aber es hatte seinen Preis. Das heißt, Lam meint es ernst. Deswegen müssen wir unbedingt dahin. Okay, aber nicht ohne Plan. Es wird kompliziert, wenn Mentoren involviert sind. Weil man ihnen vertraut und sie einem wichtig sind, entscheidet man vorschnell. Das mache ich überhaupt nicht. Er ist mein Shifu. Ich schulde es ihm. Das verstehst du nicht, weil... Doch, sehr gut sogar. Bei der NATO hatte ich eine unglaubliche Mentorin. Die hat mir viel bedeutet. Aber egal. Der Punkt ist, wenn wir da hingehen, müssen wir wissen, worauf wir uns einlassen. Na, wir wissen, er ist eine finanzkräftige Mistkröte mit Ninjas. Was ist mit Shangri-La? Liegt es auf einer Kraftlinie? Nein, muss es aber auch nicht. Schon lange bevor der Affenkönig es wieder aufbaute, war es eine sehr mächtige Quelle weißer Magie. Nur durch seinen Stab und seinen magischen Schwanz hielt er sich so lange an der Macht. Wieder aufbaute? Warum das denn? Schon gut, es wurde vielleicht ein bisschen zerstört, als ich den Speer des Schicksals suchte. Aber es war nicht meine Schuld. Verstehe. Können Sie uns da irgendwie mit der magischen Tür reinbringen? In die Nähe der Stadt schon, aber nicht in ihre Mauern. Die Stadt ist so eine Magiequelle. Gerät sie in falsche Hände, fällt die Magie womöglich an die dunkle Seite. Und das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse auf der Erde würde... Pup! Das würde Lam noch mehr böse Magie zur Verfügung stellen. Und Apophis noch mächtiger machen. Womit es in mehrfacher Hinsicht scheiße wäre. Aber nichts davon ist bisher geschehen. Der Legende nach soll, wer den Stab bei Sonnenuntergang in Händen hält, zum rechtmäßigen Herrscher der Stadt werden. Korrekt. Das heißt, wenn wir da hingehen, müssen wir Lam nicht direkt angehen. Wir müssen ihm nur bis Sonnenuntergang den Stab stehlen. Wie wollen wir das anstellen? Ohne ihn direkt anzugehen. Dich kennt er, mich hat er auch gesehen, ja. Und wenn seine Organisation so gut ist, wie du sagst, kennen sie Bert vermutlich auch. Wie wär's, wenn wir uns bei der Odyssee bedienen? Jemand will dich sehen. Landpiraten, sagen sie, die was verkaufen wollen. Den Schild von Angkor. Vollkommen unmöglich. Sie hätten ihn einem Bibliothekar gestohlen. Dann bringen sie rein. Der Schild von Angkor. König Jaivodaman hat seine Feinde damit ins Meer gestürzt. Und offenbar ist er jetzt im Besitz von... Amy, Adamantite und Mr. Zed. Komisch. Ich dachte, ich kenne jeden aus unserer Branche, doch von ihnen habe ich nie gehört. Sie haben ihn einem Bibliothekar gestohlen. Lange Geschichte, die wir ihnen erzählen können, wenn wir das Geschäftliche geregelt haben. Oder ich töte sie gleich und verzichte darauf. Der Schild wird beschützt durch die 7 Flüche von Khmer. Falls Sie die Aufhebungsworte nicht kennen, verliert jeder, der ihn berührt, Gedächtnis, Gehör, Haar. Ich weiß alles über die 7 Flüche. Gut gespielt. Reden wir übers Geschäftliche beim Tee. Die Luft ist rein. Plan. Auf das trojanische Pferd ist eben immer Verlass. Gute alte Odyssee. Kommt mit. Landpiraten, mit anderen Worten Söldner. Wie man uns nennt, ist egal. Dann haben sie vermutlich auch mal Blackheart Pierre getroffen. Die Geißel der südlichen Antiquitäten? Wir haben ihm den Helm des Hades weggeschnappt. Was ist mit Matt Carlos Gabaldon? Dem Plünderer des Regenwalds? Er hat uns das Zepter von Machu Picchu geklaut, aber dann wurde er verhaftet. Was ist mit Ezekiel Jones? Er ist ein Bibliothekar. Ein großartiger Dieb, der fatalerweise die Seiten gewechselt hat. Ich habe ihn zwar nie gesehen, aber ich habe seine Stimme mal auf einer Party gehört. Er prahlte über irgendetwas in einem arroganten Tonfall, den ich nie vergessen werde. Er war auch der Letzte, der den Schild berührt hat, bevor wir ihn gestohlen haben. Sie haben Ezekiel Jones getötet? Wie? Durch Erwürgen. Ausgezeichnet. Ich hatte öfter mit Bibliothekaren zu tun. Ich habe gehört, Mr. Jones war mit Abstand der Klügste. Ach, wirklich? Ich meine, wäre mir neu.
Kann Ihr Partner nicht sprechen? Nein, er wurde vom Blitz getroffen, als er klein war, und seine Zahnfüllungen sind irgendwie verschmolzen. Wollen wir über den Preis reden? Shangri-La sieht besser aus als bei meiner Abreise. Okay, der Empfangsraum ist im Erdgeschoss, das Thronzimmer und der Stab sind im Obergeschoss. Es gibt nur zwei Wachen. Warte. Wenn nur eine der Wachen Alarm schlägt, bekommen wir es mit 10-mal so vielen zu tun. Stimmt, aber die meisten Thronzimmer haben einen Geheimausgang, um sich vor Aufständen und Attentaten zu schützen. Genau, wie das Zimmer der Queen im Buckingham-Palast. Oder die Tür im Boden von Versailles. Wir suchen also eine Geheimtür? Leute, ich habe hier über einen Monat gewohnt. Zur Geheimtür geht's hier lang. Da. Der Stab von Shangri-La ist vermutlich mit Sprengfallen gesichert. Ja, aber ich habe einen Plan. Du greifst dir den Stab, ich ersetze ihn durch den hier. Okay, klar, gute Idee. Ich zähle bis drei. Ja. Eins, zwei. Nicht schon wieder. Sehr gut, Hoheit. Mein Kopf dröhnt, als ob der Koloss von Rhodos drauf gesessen hätte. Valerianische Schlafpfeile bewirken sowas. Es wäre aber nett gewesen, wenn du erwähnt hättest, dass dein Shifu sich Lam angeschlossen hat. Hat er nicht. Ich meine, das ist nicht der König, den ich kenne. Lam hat irgendwas gemacht, ihn verändert. Naja, er wusste eindeutig, dass wir kommen. Warum betäuben die uns nur? Weil wir Bibliothekare sind. Eine Ware, die einen guten Preis bringt. Noch wertvoller, als wir ist bloß noch... Eine Hüterin. Du sagst es. Wo ist Eve? Sie war weg, als ich zu mir kam. Wir müssen hier raus. Genau daran arbeite ich gerade. Zum Glück haben sie uns in einen Raum mit Marmormörser, Backpulver und Alufolie gesteckt. Verstehe. Dann backen wir uns jetzt hier raus? Dann haben wir einen Deal? Von uns aus ja. Ausgezeichnet. Ich lasse meine Männer ihr Gold holen und... Entschuldigen Sie mich. Die Zahnfüllung verschmolzen? Als er sagte, er kennt deine Stimme, ist mir spontan nur Galvanotechnik eingefallen. Drei Leute sind eingedrungen. Und wie? Ezekiel. Warte, hier stimmt was nicht. Ja, Sie haben Bert erwischt. Da. Das sieht nicht gut aus. Wäre möglich. Das auch nicht. Was machen wir jetzt? Wir retten unsere Hüterin. Los! Okay, los! Wärter! Hilfe! Ich glaube, er erstickt! Er muss etwas trinken! Trinken! Einen Schluck Wasser, bitte! Tod nutzt denn niemandem etwas! Danke! Perfekt! Komm schon! Wofür ist das Wasser gut? Nun, Marmor gemischt mit Backpulver ergibt Natriumcarbonat. Natriumcarbonat gemischt mit etwas Calciumhydroxid ergibt Lauge. Und Lauge gemischt mit Aluminium ergibt Natrium. Und Natrium gemischt mit Wasser ergibt was Hübsches, das ich gerne Coulon-Explosion nenne. Was? Erinnere mich bitte, dich nie wieder in die Küche zu lassen. Die Typen sind bewusstlos. Der hier nicht. Zheng Hushin, Zai Nali! Eve! Das sind nur ein Haufen Käfige. Ja, Käfige für magische Artefakte. Die Keule des Herkules, ein fliegender Teppich, der Kristall von Atar. Der Typ sammelt echt alles. Alles, was er in die Finger kriegt. Eve! Flynn! Sie hätte ich hier am wenigsten erwartet. Keine Sorge, Charlene, wir holen sie gleich raus. Hört mal, Jungs. Das ist ein 1793er Brammer-Schloss. Jetzt hört doch mal zu. Aus den Eisenscheiben und 470 Millionen Kombinationen. Ja. Das machen wir mit links. Flynn. Charlene, ich habe sie seit über 8 Monaten gesucht. Ein altes britisches Schloss hält mich nicht davon ab, sie rauszuholen. Sie haben sich selbst rausgelassen. Schön. Ich bin ja so froh, dass es Ihnen gut geht. Natürlich geht es mir gut. Mir geht es immer gut. Sie hätten mich gar nicht retten müssen. Na, was machen Sie denn hier? Mich verstecken. Und ich wollte nicht, dass Sie suchen. Sie verstecken sich hier? Wieso? Wo sucht Apophis mich wohl? Ganz bestimmt nicht. In Shangri-La. Nein, zwischen Lams Sammlerstücken. Wenn Apophis mich nicht finden kann, denkt er, Lam kann es auch nicht. In dem Käfig? In dem Ding hocken Sie seit Peru? Ja,
Es ist nicht das Four Seasons, aber es gibt 3 Mahlzeiten, eine Pritsche und nette Gesellschaft. Oh, schrei nicht so viel. Ich werde dir schon jemanden vorbeischicken. Charlene, wenn Sie in Schwierigkeiten stecken, wieso sagen Sie nicht Bescheid? Ich hätte Ihnen helfen können. Weil Apophis Sie beobachtet. Sie haben mich gefunden. Dann ist Apophis bestimmt nicht weit. Aber wir können ihn aufhalten. Nein, Flynn, können Sie nicht. Apophis ist nicht Prospero, er ist nicht Dulac, er ist ein ägyptischer Gott. Und wenn er mich erwischt, hat er Zugang zur Bibliothek und kann das pure Böse freisetzen. Na gut, dann verstecken wir sie eben woanders. Ich bin sicher, Jenkins kennt irgendjemanden in Atlantis. Ich muss in die Bibliothek, eine andere Wahl habe ich nicht. Was wollen Sie damit sagen? Ich muss meine Verbindung zur Bibliothek lösen. Jetzt, da Judson nicht mehr da ist, kann nur noch Jenkins das Ritual durchführen. Nein, das können Sie nicht tun. Sie sind die erste Hüterin. Durch die Verbindung zur Bibliothek sind Sie unsterblich. Sie wollen sich tatsächlich opfern, um die Bibliothek zu retten? Ich hatte ein fantastisches Leben. Aber die Welt ist in Gefahr. Es ist Zeit, mich für immer von der Bibliothek und von dieser Dimension zu verabschieden. Nein, nein, nein. Die Typen haben Eve gerade in den Zug verfrachtet. Wo bringen die sie wohl hin? Ich tippe auf die Untergrundmärkte in Shenguan. Da kann man alles und jeden verkaufen. Na dann mal los. Sie werden diese Dimension nicht verlassen. Ich habe keine Wahl. Okay, darüber reden wir später. Erstmal kümmern wir uns um Shangri-La. Lam will die Herrschaft an sich reißen. Das müssen wir verhindern. Das kann Lam aber nur, wenn er den Stab hat. Den hat er. Und den Affenkönig. Und Eve. Lam hat Colonel Baird? Davon reden wir doch die ganze Zeit. Wir müssen den Stab zurückholen, irgendwie die Stadt retten und Eve. Und zwar möglichst vor Sonnenuntergang. Ist das Ihr Ernst? So läuft die Sache, wenn ich mal nicht da bin? Sie können uns helfen. Wir sind Bibliothekare, aber Sie noch Hüterin. Also, wie sieht's aus? Noch eine weitere Mission? Ein weiteres Abenteuer? Nochmal gemeinsam um den Block? Zum letzten Mal. Ich bin US-Staatsbürgerin mit Kontakten zum US-Militär und bei der NATO. Na gut. Lassen wir das Theater. Weiße Socken, also Amerikaner. Der Haarschnitt, Paramilitärs. Für wen Sie auch arbeiten, Sie sind gerade im Begriff, wegen Kriegsverbrechen festgenommen zu werden. Und zwar von der Antiterrorchefin der NATO, General Cynthia Rockwell. Legen Sie los, General. Lasst sie frei. Was ist hier los? Die Kerle arbeiten für Sie. Stillgestanden! Ja, Ma'am! Gut. Schon viel besser. Danke, Gentlemen. Schön, Sie zu sehen. Auch schön, Sie zu sehen. Aber was ist hier los? Ich verstehe nicht ganz. Ich hatte Sehnsucht nach meinem Schützling und Ihr derzeitiger Job macht es schwer, Sie zu erreichen. Unterlassen Sie mich kidnappen? Ich habe einen für beide Seiten vorteilhaften Deal mit einer Schlüsselfigur im Privatsektor gemacht. Sie haben Sterling Lam verraten, wo Shangri-La ist? Nicht ich persönlich. Meine Behörde. DOSA. Sie arbeiten für das DOSA? Dafür arbeiten? Nein, 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 ich befehlige es. Darum war es erforderlich, dass ich mit Ihnen unter 4 Augen über den Schläfer in Ihrer Bibliothek spreche. Vollkommen unmöglich. Wenn uns jemand ausspionieren würde, wüsste ich Bescheid. Eve, Sie missverstehen mich. Dieser besagte Schläfer sind Sie. Es tut mir leid, Sie im Dunkeln gelassen zu haben. Es ging nicht anders, wenn Sie eine brauchbare Agentin sein sollen. Ich bin keine Agentin. Nun, nicht wissentlich. Darum waren Sie so gut. Glauben Sie wirklich, es war Zufall, dass Sie und Flynn Carson sich damals in dem deutschen Tunnel getroffen haben? Auf der Suche nach derselben Massenvernichtungswaffe genau zur selben Zeit? Wir haben die Infos über das Artefakt gestreut. Seinetwegen. Deswegen haben wir Sie geschickt. Ich habe Ihre Versetzung von der NATO-Spionageabwehr veranlasst. Denn Sie sollten Zugang zur Bibliothek bekommen. Und jetzt müssen wir Sie wecken. Mich wecken? Und wozu? Um uns die Bibliothek zu geben. Der Regierung, dem DOSA. Das ist völlig ausgeschlossen. Sie haben geschworen, die Vereinigten Staaten vor Terrororganisationen zu schützen. Die Bibliothek ist keine Terrororganisation. Sie hat aber Massenvernichtungswaffen. Das sind Artefakte. Waffen, die eine ernstzunehmende Gefahr für die Vereinigten Staaten und andere darstellen. Sie verstehen das nicht. Ich verstehe, dass Flugzeuge verschwunden sind.
dass komplette Städte von Massenhysterie ergriffen wurden. Unschuldige Menschen haben ihr Leben verloren. Und immer sind die Bibliothekare mitten im Geschehen gewesen. Ja, zum Schutz der gesamten Menschheit. Vor diesen Artefakten? Dafür ist die Bibliothek erschaffen worden. Damit die magischen Objekte in den Händen derer bleiben, die davon Ahnung haben. Sie meinen eine gescheiterte Akademikerin, einen Cowboy, einen Hausmeister und einen Gauner? Sie wissen eindeutig nichts über diese Menschen oder was sie tun. Wissen Sie es? Natürlich, es sind meine... Ja, ich vertraue Ihnen. Diese Bibliothekare haben Sie also noch niemals angelogen? Noch nie? Flynn Carson hat Ihnen immer die Wahrheit gesagt, nichts verschwiegen. Und diese Artefakte, Sie haben nie irgendeins davon benutzt? Nein. Nein. Okay, vielleicht ab und zu mal, aber immer um Gutes zu tun. Und Sie sind sicher, dass Sie bei Ihnen nie Magie eingesetzt haben? Absolut sicher sogar. Aber wenn doch, wie wollen Sie das wissen? Wenn Agenten verdeckt ermitteln, identifiziert sich ein gewisser Prozentsatz immer mit der Gruppe, die er infiltrieren soll. Eine Form des Stockholm-Syndroms. Dazu kann es sogar kommen, wenn man keine Magie benutzt. General, so ist das nicht. Sie sind nicht der Feind. Wir sind nicht der Feind. Ich weiß, dass Sie keiner sind. Sie haben mir mal das Leben gerettet. Das werde ich weder vergessen noch zurückzahlen können. Deswegen würde ich Sie niemals anlügen. Aber Sie benutzen mich. Irgendeinen musste ich in die Bibliothek einschleusen. Sie sind die beste Soldatin, die ich je hatte. Sie dürfen an der nächsten Station aussteigen. Ich musste Sie nur persönlich sprechen, um zu erfahren, ob bei Ihnen je Magie eingesetzt wurde. Und um Sie nochmal daran zu erinnern, wer Sie sind. Und dass Sie den Vereinigten Staaten von Amerika etwas geschworen haben. Also, werden Sie dem Eid Folge leisten? Oder sich auf die Seite von Menschen schlagen, denen Sie offensichtlich nicht vertrauen dürfen? Okay. Wenn Lam von Shangri-La Besitz ergreifen will, muss sich der Stab im magischen Knotenpunkt der Stadt befinden. Auch bekannt als Thronzimmer. Wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir da reinkommen können. Jetzt, da Lam weiß, dass wir wissen, wo der Geheimgang ist. Fasst ihr immer noch mal alles zusammen, bevor ihr irgendwas unternehmt? Kein Wunder, dass alles so lange dauert. Flynn, Sie wollten doch mal den Basilisk in Kyrene fangen. Ja. Wie? Dabei wären fast alle gestorben. Hört mal, Leute, ich finde, alle umzubringen ist die falsche Taktik, um den König zurückzubringen. Ja, aber es gibt einen Riesenunterschied zwischen heute und Flynns Versuch von damals. Welchen denn? Wir hatten nicht Charlene als Hüterin. Verdammt richtig. Auf die Sekunde genau ihre Position. Das gibt uns 9 Minuten und 40 Sekunden, bis der andere wiederkommt. Von mir aus können wir loslegen. Xingwen, ni nang bang wa ti xia bao ma? Ernährungswert von Pi. Doi, hen hao, xie xie ni la. Hören Sie, Lady, ich spreche kein Chinesisch. Zheyang, ni bu dong wo de jinggao. Kanne! Ezekiel, was suchst du denn hier? Ich hol dich heraus. Geht's dir gut? Schon viel besser. Verschwinden wir. Die Sonne geht bald unter. Die sind zu zweit, wir zu dritt. Das dürfte ein Spaziergang werden. Fürchte dich nicht vor dem langsamen Vorwärtsgehen. Fürchte dich nur vor dem Stehenbleiben. Wer hat das gesagt? Das war er. Rot steht ihm gar nicht. Ich schätze, Lam hat ihn mit irgendeinem Fluch belegt. Die Mordharfe. Was ist die Mordharfe? Etwas, das Lam erst vor kurzem erstanden hat. Aus den Rippen meines ermordeten Mädchens gefertigt, mit ihren Haaren beseitet, verdirbt die Seele aller Zuhörer, steht ganz oben auf Jenkins Einkaufsliste.
Stone, verpass ihm den... Ihr geht und holt den Stab von Lam. Ich regel das hier. Shifu, bitte. Das wollen sie doch gar nicht. Okay, offenbar doch. Wenn die Sonne das Thronzimmer von Shangri-La verlässt, herrscht der über die Stadt, der den Stab hält. Und? Wo ist er? Oh, hier ist er. Genau wie der Mann, der sie töten wird. Er hat ein paar mehr Männer, als ich vermutet habe. Ja, wir sind Bibliothekare und die Hüterin. Wie kann ich nur so naiv sein? Sei es, wenn wir uns vorläufig zurückziehen. Aufhalten, ich bin gleich zurück. Sie aufhalten? Shifu, ich bin's! Jacob Stone! Hören Sie! Kommen Sie wieder zu sich! Sie haben mich einmal geschlagen, Bibliothekar, aber jetzt werden Sie zusehen, wie ich Besitz von ganz Shangri-La ergreife. Das klingt nur so lange nett, bis Ihnen klar wird, was Sie dafür aufgeben. Ich gebe überhaupt nichts auf. Da wäre ich mir nicht so sicher, Lam. Wenn Sie Shangri-La einnehmen, verschiebt sich das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse. Und ich meine Böse nicht im Sinne von Leute, die im Kino telefonieren. Nein, ich spreche von amtlicher, apokalyptischer Vernichtung. Wenn Sie Shangri-La einnehmen, setzen Sie Ihr Leben aufs Spiel. Das Risiko nehme ich gern in Kauf. Ach ja? Und was ist mit Ihren Freunden? Sind die auch gewillt, dieses Risiko einzugehen? Wie meinen Sie das? Nun, Habgier ihren Preis. Wollen Sie seinen wirklich bezahlen? Vor allem, wenn man bedenkt, was er Ihnen antun wird? Shifu! Zwingen Sie mich nicht dazu! Zwingen Sie mich nicht! Ich weiß nicht, Lam. Ich habe das Gefühl, Sie verlieren langsam an Einfluss. Genau wie damals in Kambodscha. Ich verliere gar nichts. Und diesmal bekommen Sie nicht bloß einen Kratzer. Sie können immer noch aufgeben, Lam. Sie können immer noch Briefmarken oder Dosen sammeln. Damit Sie diesen Stab Ihrer Sammlung hinzufügen können? Denn Ihre Bibliothek ist doch eigentlich nichts weiter als eine große Sammlung, genau wie meine. Die Bibliothek ist viel mehr als nur das. Sie ist da, um die Welt zu beschützen. Wirklich? Wenn das so ist, warum sind Sie dann hier ganz allein? Allein? Oh, ich bin nicht allein. Ein paar Ihrer Sammlerstücke sind nicht zufrieden mit Ihnen. Gib's ihnen, Phil. Nein! Ah, nicht so fix, Lam. Sie hätten mein Angebot annehmen sollen, als Sie die Chance dazu hatten. Flynn, die Sonne geht gleich unter. Ich kann nicht. Ich kann sie nicht töten. Stone, der Stab! Ich weiß, dass Ihre Seele verdorben ist, aber wenn irgendwas Sie wieder reinigen kann, dann dieser Stab. Ein Symbol für alles Gute, das Sie dem Ort hier gegeben haben. Sie haben mich gelehrt, dass ein Krieger mit der Weisheit seiner Seele kämpft. Also wenn Sie noch ein bisschen Weisheit da drin haben, dann kämpfen Sie um Ihre Seele. Jacob? Shifu. Alles okay? Ein Mann, der gern Kekse im Bett isst, schläft ab und zu auf Krümmel. Aber Shangri-La gehört noch mir. So ist es. Ja, Jacob, du hättest mich umbringen können, aber stattdessen hast du meine Seele mit deiner gerettet.
hast du deine Belohnung. Was ist das? Das Geschenk des Stabs. Magie? Keine Magie! Machen Sie es weg! Kann ich nicht. Wofür ist das gut? Es ist die Gabe der inneren Seele. Damit kann man Licht spenden, wo nur Dunkelheit herrscht. Okay, was bedeutet das, Shifu? Das weißt du, wenn die Zeit kommt. Und jetzt geh, Jacob. Mit Dank vom Ganzen. Shangri-La. Es sieht wirklich bezaubernd aus. Nun, für die Hüterin, die mitgeholfen hat, Shangri-La zu retten, soll alles perfekt sein. Ich möchte Ihnen danken für die Güte, die Sie mir im Laufe der Jahre erwiesen haben, wenn es nicht zu spät ist. Für uns ist es nie zu spät. Von mir aus können wir auch gern darauf verzichten. Das geht nicht. Ich weiß, Sie meinen es gut, aber ich... Ach, Charlene, verdammt. Ich hab's nicht bloß gut gemeint. Ich liebe dich. Oh mein Gott, Jenkins hat gesagt, er liebt jemanden, der einen anderen liebt. Ich hatte keine Ahnung, dass die besagte Frau... Charlene ist... Die Sonne geht immer noch auf und unter in deinen Augen. Nur deine Seele schenkte mir Frieden in all den Jahren. Oh, Gerlaert, bitte nicht. Sie sind der tapferste, mutigste, ergebenste Ritter, den ich je gekannt habe. Sie wären ein hervorragender Bibliothekar gewesen. Aber mein Herz gehört nun mal einem anderen. Und zu ihm muss ich jetzt zurückkehren. Ja, das verstehe ich. Es ist nur irgendwie, naja, scheiße. Ja. Bevor ich gehe... Jacob, Cassandra, Ezekiel, ihr habt alle so wunderbare Gaben. Ich bin sicher, die Bibliothek ist bei euch in guten Händen. Hüterin. Hüterin? Flynn. Charlene, Sie waren fantastisch heute. Und wir haben ein Abenteuer erlebt. Es war ein tolles Abenteuer. Und es kann noch weitere geben. Sie müssen das nicht tun. Es geht nicht anders. Denn bestimmte Dinge müssen wir einfach tun. So schwer es auch für die Menschen um uns herum ist. Aber mehr als jeder andere verstehen Sie doch das Opfer, das ich bringe. Nicht wahr? Ja, natürlich. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der sich ständig im Weg stand. Ja, er konnte zwar mit bloßem Auge vergrößerte Lymphknoten am Hals erkennen und altaramäisch rezitieren und einer alten Dame anhand der Haare auf ihrer Bluse sagen, wie viele Katzen sie hat. 3. Aber er verstand nichts vom Leben. Ich hatte das immense Vergnügen, mit anzusehen, wie der junge Mann sich dann zum hervorragendsten Bibliothekar entwickelte, den ich je kannte. Sie werden mir fehlen. Wir sehen uns wieder. Lieb sie wohl, Charlene. Bevor ich gehe... Oh ja, schon klar. Immer die Quittungen aufheben. Ich bin soweit. Leb wohl, Gerlaert. Leb wohl, meine Liebste.